Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, wir haben wieder 4 Uhr morgens und auch wieder ganz schnell nicht mehr 4 Uhr morgens. Ach so, genau, ich musste die Sachen zu Wilfried bringen. Das war's, glaube ich, ne? Lieferung für Wilfried, genau. Dann machen wir das doch mal. Jetzt bin ich mir allerdings nicht sicher. Ich habe natürlich die Zeit jetzt eingestellt auf Waldheim. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wann der Wilfried aufsteht. Aber ich denke mal, so ab 8 Uhr müsste er auf jeden Fall wach sein. Und bis ich darüber gelaufen bin, sollte es bestimmt schon 7 Uhr mindestens sein. Wieso habe ich den Erntekorb eigentlich? Ach so, ich wollte. Oh, ich wollte aber mein Eichhörnchen nochmal füttern. Wo ist das eigentlich hin? Hallo, Wuschel? Ich glaube, ich habe dich Wuschel getauft. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Moment. Ich sehe gerade was anderes. Haha. Was haben wir denn da jetzt? Ach, Erdbeeren. Die Erdbeeren sind endlich mal so weit, dass man die abpflanzen kann. Ja, cool. Und das sind Lupinienblüten. Die habe ich nicht gepflanzt, aber die sind trotzdem hier drin. Ich meine, immerhin. Ich habe einfach drumherum gepflanzt. Okay, die sind noch nicht so weit, dass ich die abernten kann. Wo ist mein Eichhörnchen? Hallo? Wuschel, Fluffel, keine Ahnung. Oh, ich sehe gerade was ganz anderes. Bist du ein kleines Hühnchen? Ich glaube ja, oder? Weil hier die Henne, die ist nicht mehr am Dingsen. Oder vertue ich mich jetzt? Und das ist gar kein Huhn. Ich bin mir nicht sicher. Moment, wo habe ich denn? Die sind auch noch blau. Ist noch zu jung. Noch zu jung. Wir haben übrigens überall Wiese. Wieso haben wir hier so viel Wiese? Ich wollte gar nicht so viel Wiese hier haben. Die konnte ich, glaube ich, damit machen, oder? Ich vertue mich da ja immer so gerne mit. Ja, okay. Ach, da ist Wuschel. Moment. Wuschel, komm her. Komm her, mein kleines. Flauschi. Ach so, nicht Wuschel. Okay, Flauschi geht es gut. Hat Flauschi jetzt was gegessen? Ich bin mir nicht sicher. Nee, Flauschi wollte nichts zu essen. Nee, bleib hier. Komm mit. Nee, Flauschi soll hier bleiben erstmal. Genau, nicht unbedingt im Feld, aber Flauschi soll auf jeden Fall hier bleiben. Dann ist alles gut. Flauschi möchte noch nichts zu essen haben. Dann ist alles. Moment, dann füllen wir erstmal den Stapel hier auf. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Die Sachen tun wir jetzt erstmal hier rein, damit ich ein bisschen Platz habe. So. Und schon sieht es wieder ganz anders aus, weil schon brauchen wir nämlich wieder nichts mehr. Ach, guck mal, ja, dich nehmen wir dann auch noch mit. Schon brauchen wir uns um nichts mehr Gedanken zu machen, weil wir haben schon wieder 8 Uhr und wir haben trotzdem noch nichts gemacht. Flauschi geht wieder eigene Wege. Ich hoffe, weil das Spiel hat mich ja, ich glaube, beim letzten Mal war es, damit verarscht. Ich hoffe, dass Flauschi aber trotzdem noch bei uns bleibt. Ich hoffe, dass der jetzt nicht abhaut. So, jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Der war jetzt hier hoch, ne? Genau. Hallo? Ein Baum blockiert mir die Auffahrt. Beziehungsweise den Weg. Die Frage ist nur, ist er jetzt zu Hause oder ist er jetzt, weil er ist doch irgendwie sonst. Er ist aber gerade alleine. Ich könnte hier die Wiesen eigentlich auch ernten, oder nicht? Was bist du denn eigentlich? Wiesel fahren, okay. Ich will jetzt nicht alles so wahllos mitnehmen, aber halt schon mal gucken, was brauchen wir noch vielleicht? Was finden wir unterwegs mal, ne? Das ist ja immer mal ganz gut. Ich habe ja noch keine Zauber in dem Sinne gemacht. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Halt, stopp, bleib stehen. Hier, ich habe heute ein Geschenk für dich. Das ist toll, aber ich. Ach so, ich sollte das bei dir abstellen, glaube ich. Ja, danke schön. Ich kann es nur nicht mitnehmen, glaube ich, oder? Doch, ich habe es mitgenommen. Kornriegel mit Erdbeere. Sehr schön. Sollte ich das nicht für irgendjemanden machen? Moment. Moment. Hinweise. Frühlingsaktion. Sophie hat sich bereit erklärt. Das müssen wir auch noch machen. Ich sollte sie nachmittags vor dem Haus ihrer Eltern im Süden
finden. Nachmittags ist jetzt gleich schon. Na super. Schauen wir trotzdem mal, ob wir das noch hinkriegen hier. Ich meine nämlich, wir sollten die Sachen... Die Axt war auch davon, ne? Die sollten wir einfach hier irgendwo hinlegen. So. Das auch. Und das. Schmeißen wir einfach alles dahin. So. Lieferung für Wilfried. Ich kann Mona Bescheid geben, dass ich alles ausgeliefert habe. Okay. Mona, ich wäre jetzt zu dem einen hingelaufen. Aber stimmt, er hat mich ja auf so eine unsinnige Spionageaktion da geschickt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bin ich da kürzer? Oh nee, da bin ich gar nicht kürzer eigentlich. Obwohl, naja. Bevor ich jetzt wieder runterlaufe zu dem Teleporter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wobei ich jetzt noch komplett in den Süden muss. Das ist auch noch so ein Problem. Aber die haben mir ja, ich glaube, in der letzten Folge oder so auch gesagt. Nein, ich wollte nicht E drücken. Ich wollte nach oben gehen. So, haben wir in der letzten Folge auch gesagt, blüht nicht in dieser Jahreszeit. Wieso sind die dann so groß und die sehen dann so aus, dass sie blühen? Ich finde, die wirken so fertig. Also nicht fix und fertig, aber die wirken so fertig. Was bist du denn? Keine Ahnung, aber ich finde hier ganz viele tolle neue Sachen, die ich wahrscheinlich im Leben nie brauchen werde. Aber egal. Dafür ist dieser Weg gedacht. Jetzt habe ich es verstanden. Was haben wir denn hier? Sägezahnblatt. Okay. Darf man das hier auch? Das darf man hier, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben ist... Ach, Tiffany's Café. Wir sind hier in der Mitte. Wir sind gar nicht... Okay. Wir müssen aber... einmal zu Monas Laden. Das ist einmal hier runter. Davon lasse ich die Finger. Ja, gut, okay. Oder muss ich das, die Kleinen, auch mit einer Leiter machen? Aber dann würde sie ja nicht sagen, davon lasse ich die Finger, sondern das geht nicht, oder? Du warst Eugenia, oder? Nee, Helmut. Oh. Ich vertausche die beiden immer. Das tut mir leid, Helmut. Ich glaube, ich bin hier im Falschen, oder? Moment. Gertrud. Achso, ich bin im Falschen. Ja, ja, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum ich kein Schild auf die Schnelle gesehen habe. Wieso darf ich den ja eigentlich nicht ernten? Ja, weil es ein Dorf ist, ich weiß. Die haben es nicht so damit, dass andere sich mal ein paar von den Sachen holen. So, hi. Dialog. Hallo Gameplayerin, der Sommer mit seinen langen Nächten gefällt mir besonders gut. Es ist so schön, durch die Landschaft zu streifen. Ja, Wilfried hat deine Lieferung bekommen. Danke, hier sind ein paar Münzen. Mist, ich kann es jetzt nicht gucken, ne? Hier steht auch nicht, wie viel ich bekommen habe. Wie läuft denn dein Laden so? Ich kann nicht klagen. Ich habe die besten Preise und wirklich qualitativ gute Waren. Ich denke, so ist es kein Wunder, dass ich von meinem Laden gut leben kann, oder? Leidest du nicht unter der Konkurrenz mit Marco? Marco? Nein, er ist keine Konkurrenz für mich. Wir haben ein sehr unterschiedliches Sortiment und selbst bei den Waren, die wir beide haben, sind meine einfach besser. Was meinst du mit besser? Besser eben. Günstiger, bessere Qualität und so. Woher weißt du denn, dass seine Waren günstiger sind? Wissen tue ich das nicht, aber ich glaube, dass es so ist. Also hast du niemanden, der dich informiert, wenn Marco seine Preise senkt? Du meinst einen Spion wie dich, den Marco geschickt hat, um mich auszuhorchen? Mich geschickt? Wie kommst du denn da drauf? Nein. Na gut, ich gebe es zu, Marco hat mich geschickt. Weil ich ehrlich war oder was? Gut, dass du es nicht auch noch leugnest. Also, was willst du wissen? Ich will wissen, was mit Marco los ist, warum er so neidisch auf mich ist. Ich dachte immer, er kommt auch ganz gut klar mit seinem Laden. Er hat dich beschuldigt, seine Preise zu unterbieten. Es ist doch lächerlich. Ich weiß überhaupt nicht, was er für Preise hat. Wie soll ich sie denn unterbieten? Er vermutet, dass du einen Spion zu ihm schickst. Das wird ja immer absurder. Ey, hat sich mein Bewusstsein jetzt echt erweitert, weil ich ehrlich bin, oder was? Das wird ja immer absurder, einen Spion anheuern. Ich? Was willst du jetzt tun? Ich glaube, wir sollten miteinander reden. Vielleicht finden wir eine Lösung, die für uns beide gut ist. Hast du da eine Idee? Einer von euch macht seinen Laden dicht. Ja, genau, total nett. Ja gut, ihr sprecht eure Preise ab oder ihr
verkauft nur unterschiedliche Waren. Ja, also unterschiedliche Waren wären sicher nicht schlecht. Sprecht eure Preise ab. Ja, könnte man auch machen. Ja, ich sag mal, ihr sprecht eure Preise in Zukunft ab. Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wenn Marco sich darauf einlässt. Miteinander reden wäre auf jeden Fall gut. Treffen wir uns doch am Mittwochnachmittag vor seinem Laden. Dann sprechen wir zusammen mit ihm über die Angelegenheit. Oh, Moment, das muss ich mir aufschreiben. Mittwoch Nachmittag, Marco. So. Vielleicht habe ich bis dahin auch noch eine andere Idee, wie wir den Konflikt zwischen uns beilegen. Okay, bis bald, Mona. So. Noch haben wir Mittag. Achso, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Irgendwo in den Süden. Pflanzen spüren. Ach, das ist wieder rausgegangen. Nee, jetzt soll ich wieder nach unten. Da hat mich der Pfeil veräppelt. Erst hat er gesagt nach links und dann hat er gesagt nach unten. Zah. Na gut. Wir werden dem Pfeil mal vertrauen. Denn das ist der Pfeil meines Vertrauens. So, jetzt sollten wir ein bisschen nach rechts gehen, was wir natürlich wieder nicht mehr können, wegen dem Wasser. Doch, da ist eine Brücke, da können wir noch. Oh. Ist sie das? Hallo, ich war jetzt gerade abgelenkt. Sorry. Hallo, Sophie. Okay, ich folge dir. Ich hatte gerade einen Anruf, wo ich gucken wollte, ob das was Wichtiges war. Es tut mir leid. Da wären wir. Ist sie nicht wunderschön? Meinst du die Sonnenblume? Ja, was denn sonst? Ja, natürlich, was sonst? Es ist wirklich ein besonders schönes Exemplar. Sie ist einzigartig. Schau doch genau hin. Nun, es ist eine Sonnenblume und eine besonders schöne, das stimmt. Nein, du verstehst rein gar nichts. Schau genau hin. Schau mit deinem Herzen. Jetzt bin ich verwirrt. Wie kann ich denn mit dem Herzen sehen? Oh. Spüre dein Herz, bis es immer größer wird. Ja, so ist es gut. Und nun dehne dein Herz aus, bis es die Sonnenblume einschließt. Ich spüre etwas. Werde nun zur Sonnenblume und spüre hinein. Sie fühlt sich so fremd an. Du bist nur noch nicht gewohnt, mit dem Bewusstsein von Pflanzen zu sprechen. Ich glaube, sie braucht dringend Wasser. Sieht ganz so aus, ja. Wie gut, dass es gerade zu regnen beginnt. Ach, kann ihr auch mit den Wolken sprechen? Oh, es hat sich etwas verändert. Natürlich hat es das. Sie scheint jetzt zufrieden zu sein. Ha, ja, nun ist sie glücklich, für den Moment jedenfalls. Unglaublich. Nun verabschiede dich von ihr und komm wieder zurück, Gameplayerin. Sophie, ich konnte die Blume wirklich in mir spüren. Na klar konntest du. Ich wusste, dass du es kannst. Woher? Weil ich es in deiner Aura sehen kann. Du hast begonnen zu leuchten. Wirklich? Nun kannst du deine Pflanzen auf deiner Farm endlich besser verstehen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das wird bestimmt hilfreich sein. Nun lass uns zurück zum Haus gehen. Ja.
Hattest du etwas mit dem plötzlichen passenden Regenschauer zu tun? Ich? Nein. Ich dachte nur, dass es doch jetzt regnen könnte. Und dann hat dir das Wetter auch gleich den Gefallen getan. Ich hoffe, du kommst wieder vorbei. Klar, ich bin doch oft im Waldheim unterwegs. Dann bis bald, Gameplayerin. Bis bald, Sophie. Und danke. Gerne. Ja, Pflanzenversteher. Lerne die Pflanzensprache. Und wieder eine neue Errungenschaft. Ha, ich liebe es. Jetzt muss ich... Ja, hi, hi. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Moment, Frühlingsauktion. Dort werden Samen und Pflanzen versteigert. Die Auktion findet am 15. des Frühlings statt. Ja, der ist ja jetzt schon vorbei. Wir haben ja schon Sommer. Ach stimmt, wir haben schon Sommer. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das heißt, da müssen wir noch ein Jahr mit warten. Okay, Quest. Mittwoch, wir haben jetzt Dienstag. Mittwochnachmittag müssen wir uns mit ihm treffen. Okay, dann können wir das aber schon mal... Ja, ich will die ja aktiv schalten, hallo? Das mit der Wolle können wir noch nicht machen. Alchemielabor, da brauchen wir auch noch andere Sachen für... Da müsste ich nochmal gucken, was ich da eigentlich brauche, damit wir das überhaupt bauen können. Erdbeeren und Blaubeeren für Tiffany. Wie war das nochmal? 10 Erdbeeren braucht die und 20 Blaubeeren. Gut, die 20 Blaubeeren sind nicht das Problem. Die Erdbeeren sind eher das Problem. Dann wollte ich noch Alfreds Farmladen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt hatte oder ob der... ich glaube, der Marco könnte das sonst noch gehabt haben. Irgendwo muss ich Korn herbekommen. Und ich habe gehört... Ja, auch schön, dich zu sehen. Kannst du mal arbeiten hier? Ich wollte was kaufen, bitte. So. Ich habe nämlich gehört, dass dieses Nährkorn oder sowas, oder Urkorn, das gleiche ist wie dieses normale Korn, was die... hier. Samen-Urkorn. 96 kostet das, okay. Och, das kann ich verkaufen hier. Was ist denn das nochmal? Heu. Ja gut, aber das dient als Nahrung. Naja, gut. Nein, nicht die Sojapflanzen. Moment, Urkorn. So, 2, 3, 4, 5. Und schon bin ich fast wieder pleite. was ich auf jeden Fall noch machen wollte, dazu müsste ich mir allerdings, glaube ich, aufschreiben, was ich brauche. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so nachgucken kann. Obwohl, normalerweise, wenn ich V drücke und die Rezepte... Nee, geguckt, das war doch richtig. Und dann nochmal nachschaue in meinem schlauen Blog, den ich jetzt gerade auf dem Handy geöffnet habe. Die Gemüsesuppe war das, wo wir am meisten mitkriegen, genau. Da bräuchten wir Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln. Ja gut, Kartoffeln haben wir sowieso genug. Das heißt Zwiebeln und ich glaube Karotten müssen wir dann auch nochmal neu kaufen. Zwiebeln und Karotten. Samen, Erdbeerstaude. Ja gut, die können wir ja immer wieder neu holen. Zwiebeln und Karotten. Ich hoffe, die kann ich jetzt überhaupt noch anpflanzen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Okay. Zwiebeln. Ginseng. Ach du Schande, das können wir auch anpflanzen. Oha. Aber jetzt finde ich keine Karotten. Moment. Ach, Rosen wollte ich doch auch mal machen. Frühling, Sommer, Herbst. Nur im Winter kann ich es nicht machen. Ja gut. Nehmen wir mal 3 Stück mit, weil ich wollte die immer mal anpflanzen. Aber er hat keine Karotten, sehe ich das richtig? Was war das? Ach so, Tierpfeife. Ja gut, soweit sind wir noch nicht. Karotten, 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 Tulpen... Ich sehe hier keine Karotten. Wieso hat der alles, aber keine Karotten? Oder kann ich die in dieser Jahreszeit nicht pflanzen? Das kann natürlich auch sein. Ah, das wäre dann aber richtig doof. Das wäre dann richtig doof. Aber gut, da müsste ich halt nochmal... Kann man das eigentlich von hier unten? Nee, von hier unten kann man das nicht direkt kaufen, oder?
Nee, ist nur, glaube ich, als Beispiel gemeint, was er hier so hat. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Am Nachmittag sollte man, glaube ich, vorbeikommen, ne? Mittwochnachmittag, genau. Dann werde ich mich jetzt mal eben ganz schnell zurückporten. So, dann schauen wir uns noch mal kurz die Felder an. Ein bisschen Zeit. Oh, das sind sogar zwei kleine Küken. Drei. Oh, ihr wart ja wirklich fleißig. Ich bin auch ganz lieb. Ich werde für euch auch... Nee, Moment, das war es falsch. Er hat es nicht angenommen. Ist noch zu jung. Das war das von eben. Ne? Ist immer noch zu jung. Die hier. Ah, wenn man jetzt mit der rechten Maustaste draufklickt... Dann wird uns hier unten das Bild auch angezeigt, ohne dass wir was dabei haben. Ach so, braucht Nährstoffe. Oh ja. Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Moment, dann sortieren wir die Sachen mal ein. Das brauchen wir noch. Da wissen wir noch nicht so genau, wo wir das Ganze hin tun. Das mache ich mal nach oben. Und das brauchen wir auch noch. Und das. So. Wir sollten allerdings gucken, dass wir nochmal Neues machen. Zack. Die sind aber noch so weit. Naja, gut. Hier können wir... Achso, halt Stück. Stopp. Mit 5. So. Hier ist gerade nichts drauf. Die brauchen auf jeden Fall Neues. Ich mache die mal alle, die jetzt nicht mehr genug Nährstoffe haben, völlig nochmal so ein bisschen auf, weil ich will die ja alle nochmal bepflanzen. Und bevor ich das jetzt dann wieder vergesse, na, das geht noch, aber hier müssen wir auf jeden Fall, das können wir auch noch ein bisschen halten. So, hier unten habe ich, glaube ich, versucht nochmal was zu machen, aber dann ist mir hier irgendwas gewachsen und dann konnte ich das nicht mehr, ne, wenn ich das richtig sehe. Jetzt habe ich aber die Hacke oben. Moment, hier unten. Bäumchen und so weiter. Denen geht's auch gut. Na gut. Genau, die Hacke habe ich jetzt gerade oben. Die würde ich gerne hier nochmal benutzen. Das habe ich ja jetzt abgeerntet, was auch immer da drin war. So, das soll auf der Höhe sein. Das heißt, hier unten können wir auch noch was abernten. Warum wächst hier mitten in meinem Feld ein Baum? Hallo? Geht's noch? Vor allen Dingen wächst da irgendwas. Achso, ich weiß aber nicht, ob das jetzt vom Waldboden oder so kam. Aber ich hatte die noch nicht vorprogrammiert. Ah, nein, jetzt sag mir nicht, ich habe jetzt keinen Platz mehr. So, zack, geh in deine eigenen Dinger rein. Jetzt weiß ich aber nicht, was habe ich denn hier links drin gehabt? Dann tun wir da dieses ganze Zeugs hier rein. Was ist denn das eigentlich? Farnblüte. So, das ist alles zu essen. Das ist aber doch Gemüsesuppe, meine ich doch. Die wollen wir doch verkaufen, also tun wir die mir hier rein. Und das können wir mal tauschen. Das sollte eigentlich hier sein, aber egal. So, das haben wir weg. Dann können wir auf jeden Fall auch noch die Holzstücke hier holen. Dann machen wir dich einmal hier. Ach, da ist der, Moment. Ist zu hart für meine Axt. Ja, heißt das jetzt, ich kann jetzt hier nichts hinstellen oder was? Was bist du denn hier eigentlich? Mondstaude, okay. Ach, das ist alles Mondstaude.
Okay. Die kommen ja einfach so auf meine Felder. Sauerei. Dich kann ich aber wenigstens nur wegnehmen. Dich auch. Oh, und schon bleibt ihr wieder hier liegen, weil ich wieder keinen Platz mehr habe. Ist ja gut. Ich wollte ja nur noch was anpflanzen. So, Stapel auffüllen. Das Holz ist schon wieder nicht mit drin. Wieso ist das schon wieder nicht mit drin? Diesmal ist das X aber drin. Wieso macht der das denn nicht mit rein? Also mit Stapel auffüllen, meine ich. Oh, was auch ganz wichtig ist. Die Erdbeeren. Ah, nee, die Erdbeeren habe ich jetzt woanders hingetan, oder? Nochmal zurück. Habe ich die hier drin? Nee, die hatte ich hier zwischengelagert, genau. So, weil die Erdbeeren brauchen wir natürlich für die Quest. Allerdings auch Aloe Vera Pflanzen. Und da haben wir nämlich jetzt ein großes Problem. Weil wir keine mehr angepflanzt haben, ne? Ja, ich weiß, dass du müde wirst, aber ich muss noch mal kurz gucken. Samen Aloe Vera Pflanzen. Obwohl, Moment, das können wir eigentlich so austauschen. So. Jetzt ist die große Frage. Temperatur, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Keimzeit 4 Tage. Also die können wir auf jeden Fall noch benutzen. Und die... ja, so nicht. Und die kommen dann hier unten hin. Aber die muss ich dann, die darf ich dann nicht wieder vergessen, sondern die muss ich dann umpflanzen quasi. Frühling, Sommer, Herbst. Ja gut, Winter haben wir noch nicht. Temperatur. Was haben wir für eine Temperatur? 23, das wäre okay. Licht wäre eigentlich auch okay. Die würde ich dann gerne hier oben hin machen. Ich weiß, dass dir die Augen zufallen. Sandboden, Lehm, Roterde. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet bei den... Oh, oh, oh. Da habe ich bei denen jetzt gar nicht drauf geachtet. Eigentlich habe ich 5, aber der will das hier rechts wieder nicht. Ja. Doch, das hatte ich schon gemacht. Hier kein geeigneter Boden. Was ist denn das für ein Boden? Das ist Sandboden? Das ist kein Sandboden. Hä? Was ist denn das für ein Boden? Ach, das ist Sand. Aber kein Sandboden. Ah, ich verstehe. Ja, dann mache ich das hier oben hin, weil ich bin verzweifelt. Ich brauche ein bisschen Platz. So, den kann ich auch auf Sandboden machen, beziehungsweise die. Das heißt, die machen wir jetzt hier in die Ecke hin. Und da haben wir wieder eins zu wenig. Hier können wir nicht. Können wir hier? Ne, da wächst auch schon was. Da. Habe ich es jetzt da hingepflanzt? Ja, ne? Ich glaube, ich habe auch irgendwo dann noch die Blumen, aber ich hoffe, ich habe sie jetzt alle eingesammelt. Gut, dann das noch schnell weg. Das ist von der Mohnstaude. Das können wir auch hier rein tun. Das können wir auch mal schnell rein tun. Aber wieso hat der die Blumen jetzt nicht mit drin? Wo haben wir denn die Blumen sonst? Ich habe die doch nicht verwendet. Nee, hier. Das ist aber auch eine Handwerkskiste. Wieso tut er die Blumen dann nicht da rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, das gucken wir nochmal, wie viel wir dafür kriegen beim Verkaufen. Kornriegel mit Erdbeere. Bratkartoffeln mit Ei wollten wir eigentlich auch verkaufen. Müssen wir mal nachgucken. Okay, da müssen wir jetzt wieder 2 Tage überschlafen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Also dann werde ich jetzt gucken, dass ich ins Bettchen gehe. Ich werde dann aber das Essen noch eben hier rein. Achso, das muss ich auch nochmal eben wegtun. Habe ich wieder einen Platz mehr. Da ich mir ja noch keinen großen Rucksack leisten kann, muss ich die Sachen erstmal alle hier reintun. So.
Dann werde ich jetzt ins Bettchen gehen, werde dann damit auch erstmal die Folge für heute beenden. Ach, wir müssen aber Mittwochnachmittag dahin. Das ist doof. Ja, da müssen wir halt müde dahin gehen. Kann ich auch nichts ändern. Ich würde sagen, dann schlafe ich bis 12 Uhr. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!